Yo, yo, Leute, was geht ab? Euer Dan hier wieder am Start und heute kommt mal wieder ein neues Video. Mit dabei ist heute der gute Lemke. Hallo. Das haben wir wieder, da lebt er noch. Heute will ich mal wieder ein bisschen Wheelies üben. Lemke, was ist deine Meinung zu der Wheelie Bar eigentlich? Du warst am Anfang sehr skeptisch, muss man sagen, ne? Bin ich auch immer noch. Ich war auch am Anfang sehr skeptisch. Also, ich habe mir das Video angeguckt, das letzte, so wie ihr wahrscheinlich auch. Man hat gesehen, es hat tatsächlich funktioniert und es sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich dachte halt, das Ding hackt irgendwie voll rein und man katapultiert sich vorne über den Lenker weg oder so. Aber im Endeffekt scheint es ja ganz gut zu laufen. Ich gucke mir das heute mal in Realität an. Der Realität. Und dann gibt es nachher noch ein Urteil. Ja. Ich habe jetzt noch ein bisschen was geändert. Und zwar können wir hier den Winkel ja einstellen. Ich habe jetzt hier auf der Schnur noch mal ein bisschen mehr Saft drauf gegeben. Das heißt, dass wir einfach ein Stück höher noch kommen. Weil ich glaube, letztes Mal war das Problem, dass sie nicht zu weit nach oben kam und dadurch den Gang zu schnell ausgefahren habe. Jetzt probieren wir es einfach mal, wenn wir ein Stück weiter hochkommen. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall, also wir haben sie eben gerade mal hochgehoben, um zu gucken, zur Sicherheit einfach, ab wann die Bremse einsetzt. Also das ist jetzt schon ein guter Winkel, würde ich mal sagen. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ja, ich bin gespannt. Ja. So Leute, aber nochmal kurz Werbung. Und zwar geht es nochmal um das Rossi-Modell von De Agostini. Die letztes Mal gefragt haben, wie ist das eigentlich mit den Preisen, wollte ich dazu einfach nochmal was sagen. Das erste Bauphasenset kostet 1 Euro, das zweite Bauphasenset kostet 6,50 Euro. Das dritte Bauphasenset ist umsonst. Bauphasenset von 4 bis 6 kostet 12,99 Euro. Und ab Bauphase 6 kriegt man immer 5 Bauphasen für 12,99 Euro. Wie viel das Modell denn im Gesamten kostet, das kann ich euch leider auch nicht sagen. Aber ich sage halt, es ist halt ein Hobby. Sowas kauft man sich ja nicht einfach so aus Juxollerei, sondern wenn man daran Spaß hat. Ich finde es mega geil von der Qualität her. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön das Ganze. Ja, Lemke baut jetzt mal hier was zusammen. Ja? Richtig, dazu gibt es dann halt noch diese Zeitschriften. Da sind so, was sage ich mal, hier zur Geschichte zu Valentino Rossi drin zum Beispiel und halt wie man die Teile montiert. Ich meine, bei der Scheibe ist das jetzt wahrscheinlich nicht so schwierig, aber da gibt es wahrscheinlich auch noch kompliziertere Bauphasen. Genau, und man muss dazu sagen, wenn man ein Abo abschließt, kriegt man auf jeden Fall noch einen Valentino Rossi Notizblock, ein T-Shirt von Valentino Rossi und eine Tasse. Also, ja, ich sag mal, für Motorradliebhaber oder die Spaß am Modellbau haben, ist das auf jeden Fall was Geiles, muss ich einfach mal sagen. Also, ich baue das ja auch nach und nach mal zusammen. Ich bin gespannt. Willst du die Scheibe reinklippen? Aber guckt euch mal die Details einfach hier an. Das ist schon geil gemacht. Also, das ist jetzt hier nicht irgendein... Das sieht aus wie eine richtige Verkleidung. Ja, auch wie riesig die ist, ne? So, da ist die Scheibe. So, da hat es Clips gemacht. So sieht das am Ende aus. Es sieht schon edel aus. Also, ich finde... Details sind da und man sieht, das ist auch vernünftige Qualität. Ja, also, wenn ihr euch da so ein Abo abschließen wollt oder euch mal genauer informieren wollt über das Modell, könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung reingucken, da werde ich alles verlinken. Hier könnt ihr auch nochmal gucken, hier haben wir dann zum Beispiel schon das nächste Set, Tank oben, kriegt man irgendwo noch Werkzeug dazu, dass man schrauben kann. Hier ist ein Reifen, richtiges Gummi ist das, also echtes Gummi, die Kette kann man am Ende bewegen. Ja, hier haben wir schon mal die Bremsscheibe für vorne oder hinten, weiß nicht genau. Kotflügel alles, vorne. Ne? Und auf jeden Fall, wovon ich immer noch begeistert bin, ist einfach die Feder hier, die man halt richtig bewegen kann. Und auch hier wieder die Details, wie einfach fett Ölins da drauf steht. Schon geil. Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Dann wollen wir mal wieder ein bisschen üben. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe seit letztem Mal nicht mehr geübt. Also ja, bin ich genau auf dem gleichen Stand wie letztes Mal. Das Gute ist, hier geht es ein bisschen bergauf. Ach, so, jetzt geht's wieder los. Jetzt habe ich erst wieder Angst, weil wir jetzt das alles umgestellt haben. Jetzt ist erstmal wieder diese Unsicherheit einfach da. Okay. Der sah doch schon mal gut aus. Ich fange immer von unten an und mache Wheelies in die Richtung hoch, weil wir einfach ein bisschen Steigung haben nach oben. Dann geht das ein bisschen einfacher, als wenn ich bergab Wheelies mache. Ich weiß nicht, ob man das im Video so sieht, dass es hier eine leichte Steigung ist. Aber das macht die ganze Sache einfach einfacher. Haben auch ein paar geschrieben im letzten Video oder als Tipp abgegeben. Ja, ob ich mal probieren sollte zu schalten, ich weiß es nicht.
ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch ein Stück höher könnte. Ja, ne? Aber du musst mal gucken, ob die Bremse aufsetzt. Nicht, dass der nicht drauf sitze, dass er vielleicht doch noch ein Stück höher einstellen muss. Der blockiert mir doch voll die Bremse. Oder machst du das? Nee. Ja, wenn der aufsetzt richtig, dann bremst der. Ja. Aber das merkt man beim Fahren gar nicht so richtig. Der bremst voll dolle. Da hol ich doch sofort runter. Ja, vielleicht müssen wir wirklich noch höher machen. Mensch, an der Stelle geht das richtig gut zu üben hier, wo es wirklich mal richtig steil hochgeht. Immer im dritten. Also jetzt ohne Witz. Direkt am Anfang im dritten. Ja, du bist zwar schneller dann, ja, aber du hast viel mehr Stabilität und die Karre ist nicht so ruppig oben. Ja. Das heißt, du kannst, wenn du die hochziehst, kannst du die viel langsamer hochziehen. Ja, aber ich muss die erstmal hochkriegen im dritten. Easy. Also du fährst. Eine Geschwindigkeit kann ich dir jetzt nicht sagen, aber so, dass du mittleren Drehzahlbereich hast, so schnell fährst du und dann Kupplung, Gas hoch. Ja, ich probier's mal. Dritte Gang, also mittlere Drehzahl. Puh, überleg mal, sind wir schon fast 40 km/h schnell. So. Ah, okay. Sehr geil. Einfach langsam rantesten. Das war schon mal gut. Das sah echt gut aus. Ja, der war doch gut. Nice. Jetzt mal hier berghoch. Okay, das klappt echt schon mal besser mit dem dritten Gang. Also jetzt für den ersten Versuch. Ja, ist immer das gut, wenn man wen dabei hat, der einfach wie es kann und auch ein bisschen Ahnung davon hat und das von außen ein bisschen mitbeurteilen kann. In dem Fall Lemke. Das macht die ganze Sache einfach ein bisschen einfacher. Das geht schon besser. Ja, aber du musst aufpassen, Lenker immer gerade runter. Ja. Jedes Mal, wenn du absetzt, machst du so. Ja, dass wir immer so ein bisschen die Routine reinkriegen. Ne? Ja, heute sind wir auch mal an einen anderen Spot hingefahren, weil hier ist einfach weit und breit nichts. Und hier stört man einfach keinen, wenn man ein bisschen üben will. Das ist auch immer heutzutage ganz wichtig, dass man irgendwo an einer Stelle übt, wo man einfach keinen stört. Weil, ja, sonst sind die Anwohner auch immer schnell genervt. Was ich natürlich auch verstehen kann, wenn jetzt einer 1000 Mal irgendwo hoch und runter fährt. Ich muss da auch noch ein Stück höher. Du musst auch ein Stück höher. Setzt das Ding denn auf? Also meinst du, ich soll es vielleicht umstellen? Noch ein Stück höher? Ja. Ja? Ja. Weil, ich habe das Gefühl, das ist jetzt anders, weil du drauf sitzt. Ja, das kann gut sein. Also letztes Mal, wo wir ja auch gemessen... Logisch gedacht, müsste später kommen, wenn du drauf sitzt, von dem Winkel. Weil letztes Mal, wo wir es ja gemacht haben, wo wir geguckt haben, da saß ich ja drauf, wo das Moped hochgehoben. Das haben wir diesmal nicht gemacht. Also meinst du noch ein bisschen umstellen? Wir haben jetzt so gesehen an der Reißleine nochmal einen guten Zentimeter mehr Luft gegeben. Die müsste jetzt ein Stück höher gehen. Wir sind aber trotzdem beide in der Meinung, wir haben mir gerade mal die Videos angeguckt, die muss noch höher, die Bremse greift zu früh. Aber ich habe gesagt, ich probiere es erstmal jetzt aus. Stück für Stück hoch, nichts überstürzen auf jeden Fall. So, da kommt ein Kumpel von uns. So, probieren wir es jetzt nochmal. Ja, übt auch noch Wheelies. Obwohl, ich probiere jetzt erstmal einen zweiten, wenn wir nicht so schnell sind. Okay. Die kleinen Stücke muss ich einfach noch höher. Der war schon mal gut. Der war auch gut. Aber ich glaube, wir können noch ein kleines Stück höher. Ich wäre dafür, wir geben dann noch mal ein bisschen mehr Saft. Ein kleines bisschen. Also du siehst ja eben gerade, jetzt kriege ich die auf jeden Fall schon länger hin. Aber ich bin der Meinung, die greift noch zu früh. Also gehen wir ein bisschen mehr Saft drauf. So Leute, wir haben jetzt mal nachgestellt. Also wir haben heute Morgen, wo wir angefangen haben, waren wir noch, hier sieht man es ganz gut, hier vorne. Das Stück haben wir jetzt schon mehr gemacht. Das sind, naja, ein, zwei, eine gute 3 cm, die wir jetzt schon mehr haben. Ich bin gespannt, wie hoch wir jetzt kommen. Heute bin ich mutig, muss ich ehrlich mal sagen. Heute bin ich wirklich mutig. So, jetzt geht's los.
langsam rantesten. Nee, der war scheiße. Der war kacke. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Bremse einfach noch greift. Zu früh. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen Saft geben. Aber man merkt einfach, es wird immer besser. Aber ich glaube, wie gesagt, die Bremse greift zu früh. Wie war das denn gerade vom Winkel her? Hier war ihn gerade, glaube ich, nicht gut. Der eine war schon ziemlich... Aber ich glaube, vom Gefühl her bin ich der Meinung, es geht noch ein bisschen. Aber ich fahre lieber noch ein, zwei Mal und du guckst noch mal richtig. Aber ich bin der Meinung, die Bremse grapscht noch rein. Also was viele ja auch an Bedenken hatten, war einfach, dass man nicht lernt, selber die Bremse zu benutzen, weil man es ja gewohnt ist, dass das Moped selber bremst. Aber ich will es ja im Endeffekt so einstellen, dass ich so hoch komme, wo ich schon selber bremsen muss und die Bremse von der Wheelie Bar erst dann einsetzt, wenn ich es verkacke einfach. Also einfach als Notbremse, dass ich nicht hinten rüber falle. Ne? Also ich will es ja schon selber lernen mit der Bremse. Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist das A und O, die Bremse. Ich lasse auch, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen Luft ab einfach vom Moped, weil, also hinten auf den Hinterreifen, weil dann ist sie ein bisschen stabiler. Ja, der war da auch schon mal gut. Aber die greift noch, die Bremse. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich bin gespannt, was Lemke sagt. Warte. So. Ja, ich finde, die kann noch ein ganzes Stück hoch, ne? Ja, wirklich. Also. Also stellen wir dann noch mal nach. So, also wir haben jetzt noch mal nachgestellt und ich habe ein bisschen Luft abgelassen. Mal gucken. Ja, so langsam kommen wir einfach an so einen kritischen Punkt beim Einstellen. Jetzt muss man echt wirklich sehr vorsichtig sich rantasten, einfach weiter nach oben. Ne? Weil, wie gesagt, safety first. Alter, war der Lern, Junge! Wow! Der war gut, auch wenn er nicht perfekt war oder so. Aber der war schon lang und der war gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Geil! Ob man es glaubt oder nicht, aber wir haben nochmal ein ganz kleines Stück nachgestellt. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich schon gut an. Also jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo ich wirklich mit dem Gas ein bisschen spielen kann, um oben zu bleiben. Aber sanfter machen. Ja, klar, das kommt aber alles. Aber ich meine, wir kommen jetzt in den Bereich rein, wo ich... Ja, klar. Ne? Ich stehe jetzt perfekt. Da brauchst du dann gar nicht. Ja, wir machen mal ein paar Versuche noch. Also ich bin der Meinung, die könnten noch ein kleines Stück vertragen. A little bit. Aber ich probiere es noch so ein paar Mal. Weil der erste war ja echt gut. Es geht doch. Ja, ich glaube, ich kann einfach noch ein bisschen höher ziehen. Ja. Und ich muss, glaube ich, einfach mit meinem Körper... Könntest du selber schon? Nee, ich habe ihn drauf, aber ich war jetzt noch in keiner Position so... Weil ich bin... Auf den Winkel einfach, wo ich mit Gas einfach nur spiele und dieselbe halte und dosiere. Also wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt bremsen. Ja. Das habe ich noch nicht. Ja,
Aber ich habe meinen Fuß halt über der Bremse rüber, ne? Ja. Aber ich würde halt mal so. Ja, ich bin ja froh, wenn sie jetzt oben ist, gerade mal, ne? Ja. Der war geil! Ah, schade. Der war echt gut. So Leute, reicht hin für heute. Ich denke, ich habe einen guten Fortschritt wieder gemacht im Gegensatz zum letzten Mal. Ja, ich denke mal, wir werden auf jeden Fall noch einen dritten Teil dazu rausbringen. Wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile total begeistert von der ABS Wheelie Bar, wie gut das einfach funktioniert. Man hat einfach so eine gewisse Sicherheit immer hinten. Ja, also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meine Fortschritte so findet. Wenn ihr ein paar Tipps habt, haut immer raus. Und ja, ansonsten lasst auf jeden Fall für den Algorithmus ein Like und einen Kommentar da. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss.